Hallo, ich habe mal wieder was Neues mir zugelegt und zwar habe ich mir für den Combo RLTA, übrigens der beste Tankverdampfer, den ich das meiner Meinung nach gibt überhaupt auf dem Markt, halt, ist schon fast ein Tröpfler, habe ich mir eine Weiterung geholt und zwar das hier. Das Zündchen hier, ich packe mal das Ganze aus, beinhaltet halt die in Deutschland schlecht zu kriegende Tröpferbase für den Combo RLTA, also die RDA-Base. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. In dem Tütchen, was in dem Kartönchen ist, befindet sich dieser Ring hier oder diese RDA-Base. Also, Material weiß ich jetzt nicht genau, scheint auch vergoldet zu sein. Unten wieder der Pin, den man auch rausschrauben kann. Ein paar Dichtungen und ziemlich unscheinbar erstmal. Aber mit der kleinen Erweiterung hier habt ihr jetzt einen Tröpfler. Und ich zeige mal, wie das geht. Ich baue das mal hier zusammen. Nehmt also eure alte Base oder die Base, die dann halt bei dem Combo RLTA dabei geliefert wird, halt die zweite, schraubt die rein. Und dann sieht es so aus. Und ihr habt jetzt einfach halt die Möglichkeit, mit zwei Köpfen gleichzeitig zu dampfen. Einmal mit dem Standardkopf hier, ich schraube den mal ab. Von dem zieht ihr einfach die Kappe oben ab. Also euer Kopf 1, sage ich mal jetzt, für euer All-Day Liquid. Und dann halt die Kappe auf die Base drauf gestopft. Und ihr habt einen Tröpfler für andere Geschmäcker. Also ihr könnt ihr zwei Geschmäcker gleichzeitig nutzen halt. Und das Ding hat in sich. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, halt, naja, wird eh nicht knallen, halt wie der andere Standardkopf, also der Original-Combo RLTA. Aber das Ding liefert komischerweise noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt, halt. Und geschmacklich sowieso umwerfend, das Ganze hier. Oben passt übrigens das Drip-Tip rein vom Griffim RD oder Griffim 25, falls dann das Mundstück zu groß sein sollte. Und ihr habt jetzt einen Tröpfler halt, der das Gerät auch nochmal optisch aufwertet. Ich finde den unheimlich toll von der Optik auch. Ihr könnt eure Liquids da oben schön reintropfen halt. Ihr habt eine Kammer, die ein bisschen was vorhält, sodass dann halt nicht der Tank so leicht oder das Ganze nicht so leicht austrocknet und ihr einen Dreihit bekommt halt. Unheimlich geil. Gut, der Preis, das Ding hier kostet 15 Euro, die Base, relativ happig. Aber dadurch, dass ihr jetzt zwei Köpfe habt und die sich auch vom Geschmack noch mal ein bisschen unterscheiden, ist es den Preis wieder wert. Wer sich also jetzt das wieder zulegen sollte, ich würde es an eurer Stelle tun. Der hat jetzt einen geilen Tröpfler, der auch noch den Vorteil bietet, das ganze Gerät wird ein bisschen kleiner hier. Also wenn ich das zum Beispiel auf den Relox hier drauf packe, halt, habe ich noch mal ein bisschen was an Größe dazu gewonnen, beziehungsweise noch ein bisschen kleiner geworden, das Ganze hier. Und mit dem anderen Kopf zusammen halt, bin ich jetzt eigentlich happy. Also für den Combo RLTA die optimale Erweiterung meiner Meinung nach. Und für die Leute, die eh schon immer einen Tröpfler haben wollten, halt einen reinen Tröpfler. Jetzt habt ihr einen für 15 Euro eventuell. Ich weiß nicht genau, was die jetzt bei eBay kosten zum Beispiel halt, aber das wird so um die 15 Euro liegen. Die sind leider nicht allzu günstig. Also nochmal hier Combo RLTA Base von iJoy. Und ja, was soll ich dazu sagen noch weiter? Ich wünsche euch viel Spaß mit der Erweiterung hier, mit dem Tröpfler, den ihr euch dann zugelegt habt, eventuell. Und ciao!